Patrouille 72. Wir haben zwei weitere Individuen aufgelesen. Eins davon ist die Tochter. Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Artyom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Artyom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Oh, oh. Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Alter, was? Idiot. Er hätte nicht sterben müssen. Lass uns gehen. Als ich vorhin erzählte, dass ich schon ein bisschen vorgespielt hatte, war das quasi bis kurz vor dem Zug. Bis zum Zug war das. Bis zum Zug. Den Zug habe ich noch gesehen. Aber dann wollte ich die Aufnahme erstmal testen. Das hier wusste ich nicht. Ich wusste, dass wir eine neue Fraktion finden. Offenbar. Aber Alter, das sind alles Tote hier. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir können hier leider nicht Sightseeing machen. Alter, die haben hier hundertfach die Leute abgeschlachtet. Nicht Krieg bleibt immer gleich. Menschen bleiben immer gleich. Na los. Alter. Zeit haben wir? Ach, kann ich gar nicht gucken. Muni, Knarren, alles weg. Und ich höre den Zug, oder? Dürfen uns also nicht sehen. Ich glaube nicht, dass es die Hanse ist. Okay, die fahren da ins Gebäude und offenbar fahren wir da auch rein. So. Los, Reiter. Okay. Wir haben auch keine Taschenlampe. Ich kann leider nicht hell machen gerade. Vorsichtig. Nicht die Klamotten aufratschen. Und. Ach, ja. Maske runter, brauchen wir hier nicht. Okay.
Nur ein Tisch. Und offenbar sind wir hier auch nicht alleine. Die verdammten Telepathen sind durchgebrochen. An einem solchen Ort bei Wachenschmiede richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, tolle Karriereaussichten. Okay. Alles klar, richte deine Waffe auf die Öffnung. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Voll erschrocken gerade. Ach krass, und jetzt drehen sie den Zug einfach um und die fahren hier quasi die ganze Zeit durch Russland. Ich kenne den Zug halt aus dem Trailer, aber ich dachte, wir fahren den Zug. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Okay, vorsichtig. Da. Ein Mutant? Nein! Ein Telepath? Nein! Beides nicht! Ein Überlebender. Ein Mensch? Ja! In Fleisch und Blut. Wie bist du? Wo bin ich? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Anna? Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Ja. Also gut. Ich werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Hm. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Okay, warte. Ah. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte. Ich warte. Du bleibst besser im Schatten. Ja. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Okay. So, ganz vorsichtig. Schalte das Licht aus. Ja, ja, ich mach ja schon. Hier, zack. So, Sicherung aus und aus und aus. Hey, was zum Teufel ist hier los? Das ist wieder die verdammte Sicherung. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Nicht so schnell. Sag den Arbeitern, die sollen mal nachgucken. Geh nur geduckt und sei leise. Du bist vernünftig geworden, Jamak. Also kannst du deinen Kopf nein, noch benutzen. An der Wand. Das mach ich. Bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. So, schnell hoch. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. So. Das sieht bisher sehr gut aus. Okay. Simon Mikhailitsch, mit den Generatoren stimmt etwas nicht. Das solltest du dir ansehen. Ja, als okay. Du sagen müsstest, was ich zu tun habe. Reparier lieber die Leitung. Du musst den ausschalten. Kannst du das leise erledigen? Bewegung, du alter Sack. Ihn da vorne? Was murmelst du da? Schleiche dich an einen Feind heran, um ihn lautlos auszuschalten. Okay. Okay, okay. So. Na, mein Freund? Schlaf. Licht ist aus. Auf geht's. Okay. Psst. Warte. Warte einen Moment. Ja? Warte. Ja. Das ist doch... Er schaut hierher und wir müssen zu dieser Tür. Zu welcher Tür? Versuch ihn abzulenken. Da liegt etwas Müll herum. Wirf ihn. Klasse. Und jetzt werfen.
hoffe, die Geräusche lenken ihn ab. Gut gemacht. Okay. Auf geht's. Komm. Naja, du musst die Tür öffnen. Ich kann das nicht. Aber schnell. Hey! Barriere. Geh durch. Na los. So. Viel Glück. Danke dir. Dieser System versorgt Roman und sie gerade mit Luft. Egal wer du bist. Okay. Besonders groß ist sie nicht. Wenn ihr erfährt, dass die Aktion angefangen hat, die ich nicht angefangen habe. Wieso redet er da hinten noch, Mann? Ich muss doch weiter. Sie kommen nach Moskau und suchen nach uns. Und wir haben sie nicht zu sehen bekommen. Weil ihr sie hier alle umbringt. Frauen, Kinder. Wer zum Teufel bist du? Na komm schon. Nein, nix Alarm! Du Mist! Alarm! Nix Alarm! Ruhig bleiben. Artyom! Mein Gott! Du lebst! Du lebst! Du lebst! Bist du verletzt? Hunters Abzeichen? Es hat die Kugel abgefangen. Nimm das, du Miststipp! Keine Bewegung! Achtung! Steuereinheit gefährdet! Oh. Idioten! Es herrscht Krieg! Ein Tod reicht euch wohl nicht! Ihr was sind das alles? Das sagen die Richtigen! Das ist ein universeller Freifallstörsender! Ach was! Deshalb kann Moskau niemanden empfangen! Und niemand uns empfangen! Ach was! Scheiße! Das ist gar nicht gut! Okay. Ganz kurz. Amtliche Mitteilung. Ausgang Nummer 253-11-2 streng geheim an Oberstlieutenant Rai Leaf, Leiter des Nachschubs. Auf Ihre Anfrage vom 23.03. eingehend kann ich berichten, dass die Anzahl der Mitarbeiter in der äußeren Störsenderstation am 1.02. bei 4.786 Leuten liegt, von denen 3.857 der Spezialwache angehören, die mit zusätzlichen Mitteln zum individuellen Schutz ausgerüstet werden. 723 sind Wartungsarbeiter und 206 sind leitendes Personal. Stellvertretender Leiter der Spezialabteilung, Major Streuen. Das heißt, die haben einen Störsender und wegen dem haben wir die ganzen Sachen nicht gehört. Hast du das gehört, Artyom? Ja, ja. Oh, warte kurz. Ja, ja. Du hattest die ganze Zeit recht. Verstehst du? Ich weiß. Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Oh mein Gott. Oh. Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind! Die Wachen werden bald hier sein. Hätten wir gleich machen sollen. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm. Artyom? Ja, das stimmt. Zu euch! Ihr müsst abhauen! Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen. Oh, nice. Dankeschön. Kann ich gut brauchen. Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Bereit machen, Leute. Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Bewegung! Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zum Befehl bringe ich euch hier raus! Ach, was für lieber Kerl. Also warum hilfst du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine. Ach, werde ich wohl später erzählen. Doch, dann. Hoffe ich. Hoffe ich auch. Sei vorsichtig! Hey! Hey! Gut, auf geht's. Artyom, ich sehe den Feind. Wundert mich nicht. Hilf mir ein wenig. Okay, jetzt. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. So. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Artyom. Die Lichtanzeige geht an. Wenn du dich nicht bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Tatsächlich. So. Artyom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Okay, die Frage ist, ob ich die erledigen soll. So, ich
muss nur gucken. Ich muss gucken wegen unserem Filter. Okay, mit C können wir Wurfmesser auswählen. Moin. So. Erinnerst du dich noch an den Turmstoß in der zweiten Station? Im Nordwesten war tagelang nicht abgedeckt und von draußen konnte man Signale hören. Das bedeutet, dass sie uns auch hören konnten. Okay, kommen wir hier lang irgendwo? Daher kamen die Signale also. Was konnte man denn hören, bevor die Störsender wieder aktiv waren? Washington? Shit. Washington geht zu, keine Sorge. Warten darauf, dass wir abkacken. Nicht so laut. Naja, stimmt davon. Da unten ist Feuer, ne? Da kann ich nicht einfach hin, oder? Wir haben jetzt ihren Spaß und ich. Nichts wie immer. So. Filter brauchen wir ja auch. Achtung! Die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer glaube, sind nicht. Vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Ich wechsle die Stellung, Asham. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Es geht los. Zivilpersonal hat bis auf weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Achtung, das Störsystem wird wieder hochgefahren. Wir haben es gleich da vorne. Wir könnten es schaffen. Ich sehe den Will das eigentlich gar nicht? Wo ist noch einer? Da oben, da komme ich gar nicht hin. Er kommt zu mir offenbar auch nicht. Nicht da hoch? Ich hoffe, der schießt jetzt nicht direkt auf uns. So. Okay, Dankeschön. Und runter. So. Okay. Krass, dass wir dann Schießreiz noch darauf achten müssen, dass unsere Maske intakt bleibt. Ja, es hat alles nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Aber was willst du machen? Ich wollte eigentlich hierher schleichen und dachte, wir schaffen es, ohne entdeckt zu werden. Gute Arbeit, Atjom. Ah, geht so. Wir sind drin. Du kannst die Maske abnehmen, Atjom. Jetzt müssen wir Yamak finden. Ist ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich bleib bei der. So. Was haben wir denn hier? An das gesamte Personal der Spezialwaffe des Projekts Schild. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen.
Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Dies ist ein Beleg für die ungemein große Effizienz der Spezialwache bei ihrer Arbeit zur Verhinderung, dass die Feinde ihr Ziel erreichen, unsere Verteidigung zu durchbrechen und mittels Standardtaktiken Sabotageakte auszuführen. Aus diesem Grunde müssen alle Mitarbeiter der Spezialwache ihre Pflichten verantwortungsvoll erfüllen und niemals zögern, Spezialmaßnahmen bei jeglichen feindlichen Agenten zu ergreifen, die festgenommen werden. Vergessen Sie nicht, dass der Feind hinterlistig und einfallsreich ist. Außerdem ist er verzweifelt genug, seine letzten Reserven in die Schlacht zu führen. Nichtsdestotrotz sind die Ressourcen des Feindes noch immer gewaltig und eine in die Ecke gedrängte Ratte ist besonders gefährlich, der Verteidigungsrat. Ich frage mich halt, ob das stimmt, dass da immer noch Krieg ist. Das frage ich mich halt. Wo kommen wir denn da hin? Ah, da wären wir auch direkt hier lang gekommen. Okay, muss man wissen. Ja. Hallo? So. Auch ein Spiel, das einfacher wird, wenn man die Level kennt. Was wir natürlich nicht tun. So. Danke für den Hinweis. Das ist das Außentor, also können das nur Telepathen sein. Was, wenn es die Angreifer sind? Dann hatten die Telepathen gerade eine schöne Mahlzeit und wir müssen uns keine Gedanken machen. Tja, wenn du das sagst. Trotzdem finde ich das verdächtig. Was tut hier jemand bei der Säule? Oh, okay. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ich hätte Medipack nutzen sollen, aber ich wollte es natürlich schaffen. Ach, naja. Ich wollte das Medipack nicht nutzen. Das unten rechts, sag mal, was da mal aufploppt hier. Da, wo jetzt E-Halten steht, da ploppt immer so eine Nummer auf. Ist das die Anzahl von Toten, die wir zu beklagen haben? Oder die wir zu verantworten haben? Kann das sein? Wir haben hier Mack. Wir müssen näher ran. Ich lenke sie ab, während du näher rangehst. Dann kannst du den Alten befreien. Da war was zu hören, sag ich dir. Da draußen ist ganz sicher niemand. Das ist das Außentor, also können das nur Telepathen sein. Was, wenn es die Angreifer sind? Dann hatten die Telepathen gerade eine schöne Mahlzeit und wir müssen uns keine Gedanken machen. Ach, wenn du das sagst, trotzdem finde ich das verdächtig. Was? Kein Loot? Gruppe D, zum Generatorraum verlegen. Was ist hier so laut? Aha, sei da ganz vorsichtig. Zur Abwechslung brauchst du mal nicht den Helden geben. Lass uns warten, bis sie weggehen. Aber wo sind die? Dann wollt ihr los mit mir. Warum wird das ausgerechnet jetzt machen? Die nächste Fahrt ist erst für morgen geplant. Und vermutlich fällt sie jetzt sogar aus. Rühr dich jetzt nicht vom Fleck. Okay. Später werden wir noch über Regelverstöße reden. Sind zwei. Einer ist da, glaube ich. Einer ist hier. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Shit, ich musste lang. Doch, der sitzt da. Okay. Da runter sollte ich wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen zum Zug. Das ist der Alte, der angekettet ist. Okay, warte. Das war zu spät. Okay, sobald er sich umdreht, Knickknack. Schabernack. So. Hallo, mein Freund. Alles klar. Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Das glaube ich. Gut, dass du noch lebst, alter Mann. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. So, komm. In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Okay. Geh da hoch und schalte den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Gut. Aber... Seid bitte vorsichtig, sonst ist ganz schnell die ganze Basis hinter uns her. Ja,
Ja, ich hoffe, wir kriegen das sinnvoll. Du mit deinem roten Laserpointer bist sehr unauffällig. Noch mehr Wachen, schnapp sie dir! Voll abgewatzt. Alle nach! Ich will die halt gar nicht umbringen. Wir müssen aber auch. Ah, haben wir schon. Schalt die Drehscheibe ein. Kannst du ja auch selber machen. Oh, warte, hier ist ein Health Pack. Mann, nimm das Medipack. So. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Aber die Dinger hier nicht kaputt schießen, ne. Oh doch, das geht. Offenbar geht das ganz gut. Au. Nicht so gut, wie ich dachte. Aber, komm her. Nein, nein, komm her. Das war heftig. Ja, tut mir leid. Ich war unvorsichtig, tut mir leid. Die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie zu erreichen. Aber es fehlt. Hä? Wo kommen Sie doch einmal her? Hä? Was passiert denn hier? Wir wachen, schnapp sie dir. Wenn die dich einfach von mir auf einmal aufspawnen? Ich sehe niemanden hier. Hilf mir, Artyom. Hä, was denn jetzt? Lass uns das gemeinsam machen. Okay. Ach, das ist der Handbetrieb. Gut. Dann. Du, ein bisschen. Ja. Schaff mal. Das klingt sehr gut. Ja. Okay, rein in den Zug. Nicht? Und was den Zugführer betrifft. Was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat. Das ist mir es nicht. Der Oberst wird Ihnen was husten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Verhelft uns! Anna! Was zum Teufel? Aktion! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt wieder. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen! Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mechkerle haben auf Artyom geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender?
Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, da sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle Mann die Klappe halten! Kinder! Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lass niemanden zurück. Also gut, Spartaner, werft die da über Bord und dann voll dann voraus. Mit Artyom, lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Die Das ist der Kampfzug? Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hast? Warum sollte es deine Schuld sein? Du hast alles gewusst und ein Scheiße. Scheiße! Das war die letzte Warnung! Halten Sie sofort die Lok an! Oh, Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer! Okay, wir warten an! Ich muss davor warnen! Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand! Ja, Bremser! Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl! Ah, endlich etwas Spannung! Jetzt bis zum Hals weiterbrennen! Ja, wir werden Ihren Lack kaum ankosten, also... Wie wäre es mit einem Angriff von Ihnen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Natürlich. Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Bin ich ein Scheiß! Artyom, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Ich werde Sie der... Weil er schuld ist, weißt du? Wir riskieren unser Leben lang unseren Arsch für die Wahrheit. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Vorsichtig. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte okay. Bewusst, nicht wahr? Wie cool, aber wie aufregend! Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spendtour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Träne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein. Wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude! So. Oh. Da haben wir noch was.
Der Staatenbund der Ringlinie, Staatskasse, an Oberstlieutenant Taubmann, mobile Sondereinsatztruppe, Kommandant. Herr Oberstlieutenant, Bezug nimmt auf Ihre Anfrage mit Formular 76435, habe ich die Notausgabe von 6000 Militärpatronen Kaliber 7,62 in Gurten zu 200 Schuss genehmigt. Ich muss Sie jedoch an die Konsequenzen erinnern, sollte sich diese Transaktion nicht als voller Erfolg erweisen. Ihre Operationen sind für unser Budget eine ständige Belastung, wenn auch nicht ohne ein gewisses Flair und daher wohlwollend hingenommen. Dass Sie damit Ihr Kontingent überschreiten können, liegt nur an der Ihnen zugesprochenen Vertrauenswürdigkeit. Bei der nächsten Kommandokonferenz wird dies sicherlich hinterfragt werden. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass diese mal unbedingt ein zufriedenstellendes Ergebnis abliefern müssen. Unterzeichnen Y. Woloschkowski, Schatzmeister. Okay. Okay. Oh nein, 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 das war falsch. Oh, zu lange gedrückt. Entschuldigung. Auch zu lange gedrückt. Oh, vielen Dank. Die kann ich gut brauchen. Die kann ich gut. Kann ich offenbar nicht gut brauchen. So. Wir kommen näher. Einer 13 in Bereitschaft. Okay. Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Ist das eine gute Idee? Wo muss ich jetzt lang? Auf mein Zeichen. Ich zähle bis drei. Ja, Mark. Machen Sie sich bereit für die Bremsung. Warten Sie! Jetzt! Hm, Archon, beeil! Sie hören es lärm! Lasst uns brennen! Sofort brennen! Auf die Arschlöcher! Heilige Scheiße! Alter! Alter, Alter, Alter! Ich beeil mich ja schon! Ich beeil mich schon! Ich beeil mich schon! Einmal hier durch. So. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich bin nur ein Heizer! Ich gehöre nicht! Okay. Da komm ich mit! Oh, Scheiße. Archon, na los! Die reißen uns noch in Stücke! Komm schon, komm schon, komm schon! Na los! Na los! Und rüber! Na! Warte! Na, danke, der Duke! Na! Oh, guter Duke! Guter Mann, bester Mann! So schnell! Gott sei Dank geht es dir gut. Alles für dich. Oh. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Na, weil er die Wahrheit nicht sagen konnte gegenüber seinen Männern.